Also geplant. Jetzt müssen wir gemeinsam streichen. Das ist ja nicht weit weg. Nicht? Ja. Wir müssen dann nur sozusagen gucken, dass wir da schnell wieder reinkommen. Und der Vortrag wird auch live gestreamt. Die Milliarden, genau, die jetzt für den Fernsehen versuchen, auf die Füße zu treten, sodass man hier in den sozialen So, Mahlzeit oder wie das so schön heißt. Ich hoffe, ihr seid kulinarisch versorgt im Livestream. Herzlich willkommen hier in Hörsaal 1 an alle neuen Gesichter. Ich bin Franzi Kunz von DotSource. Ich moderiere Tag 1 und Tag 2 in diesem Hörsaal. Wir hatten heute wirklich schon sehr viele spannende Gespräche und Gäste auf der Bühne. Unter anderem hatten wir nämlich heute Morgen bereits die Politik zu Gast und die Wirtschaft. Und auch dort ging es bei Carsten Schneider und bei Stefan Schambach schon um das große Thema Privatisierung, staatlicher Sektor. Wie machen wir das? Und dieses große und komplexe und schwierige Thema, darum wird es sich jetzt unter anderem auch drehen. Sie sehen, die Bühne ist voll. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Ulrike Kuch, Dr. Dirk Wintergrün, Professor Dr. Matthias Jahrke, Jochen Fasko zum Thema Kulturerbe digital zwischen Privatisierung und Gemeingut. Viel Spaß bei der Session, viel Spaß hier im Saal und an den Bildschirmen. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation. Mein Name ist Helmut Heid. Ich leite an der Klassikstiftung in Weimar das Forschungsreferat und habe in dieser Funktion das Vergnügen, dieses kleine Gespräch zu moderieren. Bin schon sehr gespannt darauf. Im Augenblick fehlt uns noch einer der vier Panelisten. Wir schauen mal, ob er noch rechtzeitig hinzustößt. Ansonsten beginnen wir auch erstmal ohne Herrn Fasko, obwohl die Thüringer Landesmedienanstalt natürlich eine wichtige Bereicherung wäre für dieses Themenfeld, was wir heute besprechen wollen, nämlich, wie mir scheint, eine wesentliche Dimension, eine zentrale Herausforderung des digitalen Transformationsgeschehens, die nach meinem Eindruck im Programm dieses Digitalgipfels, auf dem Digitalgipfel noch stärker als jetzt beim Markt der digitalen Möglichkeiten in den Hintergrund getreten ist, nämlich die Frage nach der Kultur und den Umgang mit dem kulturellen Erbe. Wir sollten, denke ich, den Prozess der digitalen Transformation wesentlich auch als einen Prozess der gesellschaftlichen Transformation begreifen. Deswegen freue ich mich, dass wir hier zwei Menschen auf dem Panel haben, deren berufliche Denomination Transformation im Titel führt, aber einmal eben digital und einmal gesellschaftlich. Und das hat seinen guten Grund, weil diese Dinge sehr eng zusammenhängen. Und gerade, wenn man sich auch mit Blick auf das Panel, was wir eben gerade hier gehört haben, noch einmal vergegenwärtigt, wie stark die gesellschaftlichen, die ökonomischen, die politischen und kulturellen Herausforderungen immer auch mit Orientierungsverlusten und der Suche nach kulturellen Rahmen verbunden ist, zeigt sich, glaube ich, sehr deutlich, dass wir über Digitalität nicht nachdenken können, ohne uns zugleich zu fragen, wie gehen wir mit unserem kulturellen Selbstverständnis um, und in dem Zusammenhang spielt dann kulturelles Erbe eine wichtige Rolle. Herr Fasko, ich freue mich. Entschuldigung. Kein Problem. Machen Sie es sich bequem, ich quassel noch einen Augenblick. In dem Zusammenhang spielt das kulturelle Erbe ebenfalls eine große Rolle. Wir sind hier heute zu einem Panel zusammengekommen, um über Kulturerbe digital zwischen Privatisierung und Gemeingut zu sprechen. Und ich freue mich sehr in alphabetischer Reihenfolge, dass ich Herrn Jochen Fasko hier auf der Bühne begrüßen darf. Er ist Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, Jurist, Journalist, Medienrechtler, Experte für Medienkompetenz,
Herausforderungen dieser Art. Daneben darf ich begrüßen Dr. Ulrike Kuch. Sie ist Vizepräsidentin der Bauhaus-Universität in Weimar, hat promoviert über ein sehr interessantes Thema an der Schnittstelle zwischen Architektur, Philosophie und Filmwissenschaften. Das interessiert uns aber leider heute nur am Rande. Daneben darf ich begrüßen zu meiner Rechten jetzt Herrn Professor Dr. Matthias Jarke. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlich-Technischen Ausschusses im Datenraum Kultur. Was das ist, werden wir sicher bald noch genauer erfahren. Er ist im Ruhestand Direktor des Fraueninstituts für angewandte Informationstechnologie, Wirtschaftsinformatiker, also jemand, der sich in erster Linie mit der technischen Dimension des Problemfelds, mit dem wir uns heute befassen, auskennt. Und daneben mein geschätzter Kollege Dr. Dirk Wintergrün, Wissenschaftshistoriker und Informatiker und jetzt seit einigen Jahren an der Klassikstiftung in Weimar Leiter der Querschnittsdirektion für digitale Transformation. Also Dirk Wintergrün unterstützt die Klassikstiftung bei dem Weg ins digitale Zeitalter. Wir haben in dieser Konstellation also einen Fokus auf ein Themenfeld, was wir jetzt erstmal kulturelles Erbe oder Kulturerbe genannt haben. Dazu gehört, denke ich, zum einen natürlich die kulturelle Überlieferung, die in Institutionen wie zum Beispiel der Klassikstiftung Weimar aufbewahrt wird, erschlossen und zunehmend auch digital zur Verfügung gestellt wird. Wir haben aber mit der Bauhaus-Universität natürlich auch eine Forschungseinrichtung hier mit am Tisch, die jetzt nicht in erster Linie kulturelles Erbe verwaltet, sondern weiterhin neues kulturelles Wissen produziert und dieses Wissen ebenfalls der Gesellschaft zur Verfügung stellt, auf der Voraussetzung oder auf der Basis einer gesellschaftlichen Finanzierung dieses ganzen Unternehmens. Also das gilt ja für die Klassikstiftung auch. Wir bekommen aus öffentlicher Hand Geld, um kulturelles Erbe zu bewahren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zunehmend mit digitalen Instrumenten. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wer verdient denn hinterher mit diesem kulturellen Erbe vielleicht überhaupt Geld, wenn es jemand tut oder mit dem Wissen, welches wir produzieren. Und ich würde gerne zunächst, bevor die vier geschätzten KollegInnen ihre Überlegungen einmal in einem kurzen Statement ausführlicher vorstellen, würde ich vielleicht Sie alle vier, und zwar vielleicht Sie zunächst, Frau Kuch, einmal fragen, was Sie beruflich mit dem Thema Kulturerbe digital überhaupt zu tun haben oder auf welche Weise Sie denken, dass die Art der Arbeit, die Sie in Ihrem Berufsleben machen, etwas mit diesem Themenfeld zu tun hat. Ja, vielen Dank. Also bei mir sind es ja quasi zwei Berufsfelder, die sich überschneiden. Das eine ist, dass ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Theorie und Geschichte der modernen Architektur arbeiten darf. Und das andere ist, dass ich Vizepräsidentin, wie schon gehört, der Bauhaus-Universität Weimar bin. Bei beiden gibt es eine Schnittstelle und das ist genau die Brücke, die auch eben schon in dem letzten Panel angesprochen wurde. Das ist das Bauhaus und ich finde, das ist eigentlich das, was so ins Auge springt, wenn man über den Begriff Kulturerbe nachdenkt. Der Name der Universität leitet sich von dieser Kunsthochschule ab, die nur 6 Jahre in Weimar ansässig war. Trotzdem ist es für uns seit 1996 ich würde vielleicht fast sagen, identitätsstiftender Name, der dazu führt, dass wir ständig darüber nachdenken, wie verhalten wir uns als Universität zum historischen Bauhaus? Wie gehen wir damit um? Die Frage ist ja eben aufgekommen. Und ich glaube, für mich ist tatsächlich das auch die Herausforderung, als Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation ist diese Frage von, was ändert sich um uns herum, was ändert sich in uns und wie arbeiten wir als Universität damit, eigentlich genau das, womit ich mich die ganze Zeit auseinandersetze. Das heißt, das Bauhaus als Schule, die eigentlich genau diese Aufgabe angegangen ist, das ist eigentlich aus meiner Sicht das, womit wir auch weiterarbeiten. Also was sind die Herausforderungen, die uns heute als Universität in einer kleinen Stadt in Thüringen trotzdem auch als Teil einer großen globalen Gesellschaft, die uns entgegen und die uns, wie sagt man, nicht anstehen, begegnen vielleicht. Und wie können wir damit? Die uns herausfordert auch. Ja, okay. Herausforderungen fordern uns heraus. Genau, wie arbeiten wir damit? Was können wir beitragen, um Probleme zu lösen? Wie können wir aber auch tatsächlich voranschreiten?
Mögen Sie vielleicht fortsetzen, Herr Fasko, als Direktor der Landesmedienanstalt stellt sich das vielleicht auch noch mal anders sicherlich dar. Ja, gerne. Und noch mal Entschuldigung, dass ich 3 Minuten zu spät war. Also ich habe mit dem Kulturerbe digital, wenn ich ehrlich bin, erstmal natürlich als Mensch oder als Nutzer zu tun. In meiner Funktion, das wissen wahrscheinlich die allerwenigsten, was eine Landesmedienanstalt ist, das ist eine Regulierungseinrichtung. Das ist, deswegen bin ich ja Jurist. Das ist eine Einrichtung, wo man Regeln entweder kriegt, aber auch mitentwickeln darf. Die Radio, Fernsehen, das Internet, die Online-Welt, die Plattformen, die Benutzeroberflächen gelten und wo man dann auch versucht, Interessensausgleich zu finden im Vorgriff, bevor man dann immer zum Gericht rennt. Und natürlich, also wir sind eine staatsferne Aufsicht über diesen Bereich. Wir haben aber neben diesem Regulierungsaufgabe ein zweites, auch noch ein paar kleine, aber ein zweites großes Standbein, das ist die Medienkompetenz, die Digitalkompetenz, das Verständnis von dieser Welt, die Digitalität, wie sie uns verändert, nicht bloß die Jüngeren, auch gerade die Älteren, finde ich, und Älteren. Und als Medienkompetenz, ich bin auch Beauftragter, Sie haben es eben kurz erwähnt, aller Medienanstalten für dieses Thema, als Medienkompetenzmensch und Bildungsmensch insoweit, weiß ich, wo eben Regeln enden. Wir haben es auch bei Corona erlebt, wo man bei Corona Regeln gemacht hat und sich gewundert hat, dass Menschen das nicht beachtet haben. Und ich bin ein großer Verfechter, dass mindestens gleichwertig eben dieses Verstehen von Menschen für diese Bedeutung und für auch das Leben in der Digitalität ist. Wir haben als Landesmedienanstalt unter anderem mit Hörmal im Museum, aber auch viele, viele andere Projekte, wo es konkret geht um dieses Thema Kultur. Und ich will es jetzt nicht so weit ausführen, ich glaube aber, es gibt zwei, ich hätte es jetzt sonst am Schluss meines kleinen Vortrags nachher gesagt, es gibt, glaube ich, 2 Gründe, warum ich relativ optimistisch bin, dass endlich die Digitalität und die Dinge, die uns damit verbinden, KI jetzt sowieso, Platz greift und die Menschen auch damit, auch gerade die Entscheider, sich damit beschäftigen, mehr beschäftigen wollen, Entscheiderinnen natürlich genauso. Das ist, glaube ich, dass wir einen riesen Fachkräftemangel haben, dass wir also auch demografisch gesehen wirklich in riesige Herausforderungen kommen und wir dann hoffentlich auch viele Menschen haben, die sagen, da kann man und sollte man, auch digitales Kulturerbe geht in die gleiche Richtung, dann sollte man hier digitaler und die Dinge und die Chancen denken. Und das Zweite, in Thüringen ist alles Kultur. Ich glaube wirklich, wenn man in Thüringen über so ein Thema digitaler Kulturraum oder auch generell das Kulturerbe es schafft, dieses Thema an Menschen näher heranzubringen, jung und älter und alt, dann hat man auch eine große Chance, dass es insgesamt auch Platz greift. Vielleicht mal so weit. Mhm. Ich dachte immer, in Thüringen ist alles Optik. Ah, nein, ja, ich habe es gerade gesehen, ich hätte draufdrücken müssen. Ich hoffe, man hat ein bisschen was gehört. Und wenn nicht, erzähle ich es nochmal. Alles klar. Nochmal alle anlassen? Herr Jacke, so. Möchten Sie vielleicht fortfahren? Ja, ich stelle mich vielleicht auch kurz nochmal vor. Ich, ja, das ist eigentlich, sieht das hier rot aus, also es müsste an sein. Dankeschön. Ja, ich bin sozusagen sowohl Wirtschaftswissenschaftler als auch Informatiker und habe eben bis vor kurzem dieses Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik neben meinem Aachener Datenbanklehrstuhl geleitet. Also dieses mein 42. Dienstjahr als Professor. Insofern ein gewisser echt cool historischen Überblick. Und wir haben im Lauf der Zeit aber schon eine ganze Menge im Bereich Kulturerbe gemacht im Institut, auch vor allen Dingen im Kontext friedensstiftender oder friedenserhaltender Maßnahmen im internationalen Bereich zusammen mit unseren Architekturkollegen, also in Palästina, in Afghanistan und an anderen Orten, dabei eben auch einiges gelernt. Also in dieser Rolle jetzt als nicht nur Leiter des Instituts, sondern zeitweise des ganzen IT-Bereichs von Fraunhofer, ungefähr 6.000 Mitarbeiter, habe ich damals auch diesen Begriff der Datenräume vor ungefähr 9 Jahren mit einem Kollegen zusammen erfunden, in Anführungsstrichen. Wir waren natürlich völlig überrascht, dass dann plötzlich in der Digitalstrategie nicht nur der Bundesregierung, sondern auch Europas wiederzufinden. Und die Ursprünge sind längst vergessen, aber es bietet eben Chancen. Und warum ich das auch für den Datenraum Kultur, den wir da mit angestoßen haben, zusammen mit der AKTEC, das werde ich ja gleich noch etwas ausführlicher erzählen.
So, jetzt Dirk Wintergrün. Jetzt kann ich mir natürlich leicht machen, warum ich mich beruflich mit digitalen Transformationen, digitaler Kultur beschäftige, weil der langatmige Titel meiner Direktion ist ja schon erklärt worden. Aber eigentlich hat mich doch was anderes dazu getrieben, so eine Stellung überhaupt anzunehmen und überhaupt zu sagen, warum kümmere ich mich hier jetzt an der Klassikstiftung die nächsten noch 5 Jahre um diesen Bereich. Und das war, Helmut hat schon gesagt, ich komme ja aus dem Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Und ich glaube, was uns da und mich da immer umgetrieben hat, ist die Frage, was bleibt eigentlich übrig von unserer Kultur, die wir jetzt entwickeln, von unseren Wissensräumen, von unserer neu geschaffenen Kulturleistung, wenn so vieles davon sich nicht nur in materiellen Objekten, sondern eben auch im Digitalen widerspiegelt. Und ich glaube, und das will ich gleich auch nochmal in 2 weiteren Sätzen ausführen, ich glaube, das ist wirklich eine der ganz, ganz zentralen Aufgaben, die wir alle haben, Wissenschaft, Kultur, Universitäten, diese Kultur, die wir über Jahrtausende als materielle Kultur bewahrt haben, jetzt auch in der digitalen Kultur, in der digitalen Gesellschaft zu bewahren und diese Aufgabe sich zu stellen, das bewegt mich, das hat mich dazu gebracht und ich glaube, darum müssen wir uns auch sehr stark gemeinsam kümmern. Genau, und ich denke, dass wir einige Bereiche jedenfalls dieses Problemfeldes jetzt heute in den Blick nehmen werden. Ich möchte vielleicht kurz ergänzen, ich selber bin an der Klassikstiftung als Geisteswissenschaftler tätig, das heißt, ich arbeite im Wesentlichen eigentlich mit diesem kulturellen Erbe und nutze die Ressourcen, die von anderen bereitgestellt werden, so ähnlich wie Herr Fasko das vorhin auch sagte, also aus der Konsumentenseite. Und auch dort sieht man natürlich, wie fundamental sich Gesellschaft bereits, obwohl mein kulturelles Gedächtnis gar nicht so lang zurückreicht wie das von Herrn Jahrke, ist es trotzdem so, dass natürlich in dieser sehr kurzen Zeit sich schon unglaublich viel verändert hat, was die Nutzung von solchen Daten und Möglichkeiten betrifft. Und dabei scheint mir ganz entscheidend zu sein, dass kulturelle oder auch universitäre Institutionen ja nicht nur im Rahmen ihrer Digitalisierungsbemühungen viele Daten zur Verfügung stellen, sondern zugleich auch Systematisierung dieser Daten mitbringen, also bestimmte Formen der Organisation dieser Daten, der Priorisierung dieser Daten, der Kuratierung dieser Daten. Also das geschah früher schon in Bibliotheken und Museen und Archiven und in Universitäten, aber das geschieht natürlich heute auf eine andere Weise mit einer Vielzahl unterschiedlichster beteiligter Akteure innerhalb des digitalen Raums. Und dort ist, glaube ich, dann dementsprechend auch der Regulierungsbedarf sehr groß. Wir wollen vielleicht gerne sehen, dass die Funktion der Gatekeeper sich demokratisiert und unterschiedliche Akteure auf diese Daten zugreifen können. Gleichzeitig sehen wir nicht nur eine gesellschaftliche Herausforderung, dass es weiterhin nötig bleibt, sich in der Masse des Materials zu orientieren, sondern auch, dass unterschiedlichste Akteure mit sehr unterschiedlichen Interessen an diesen Systematisierungen arbeitet. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Frage nach der Beziehung zwischen Privatisierung und Gemeingut nochmal anders stellt, insbesondere wenn wir über Kulturerbe sprechen und etwas weniger vielleicht über die aktuelle Kulturproduktion, also über das, was man vielleicht Kreativwirtschaft nennt. Also darüber sprechen wir womöglich auch noch, aber der Fokus liegt erstmal auf öffentlich geförderten Kulturinstitutionen, die ihr Wissen im Prinzip kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich würde jetzt vielleicht zunächst Sie bitten, Herr Jahrke, Ihre Position, Ihre Überlegungen zu diesem Thema in einem kurzen Statement zu präsentieren, weil Sie zumindest eine Präsentation dabei haben und ich glaube, die anderen drei haben das nicht, sondern machen es so. Und dementsprechend scheint es mir sinnvoll, mit der PowerPoint-Präsentation anzufangen. Und vielleicht ist es sowieso sinnvoll, diese technische Dimension als erstes zum Thema zu machen. Und insofern haben Sie gerne das Wort. Mikrofon. Wenn ich muss. Ja. Wenn nicht, geht einer rüber und sagt genau heute. Genau, das ist. Ansonsten gehe ich rüber und drücke immer weiter, wenn Sie sagen, wenn es ganz
Ja, es kann auch gerne jemand zwischendurch schon mal reden. Der Rechner muss ja erstmal hochgefahren werden. Ah ja, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Mir fiel von der Vorstellung vorhin noch ein, natürlich habe ich jetzt sozusagen nicht so einen engen, nicht so einen speziellen Thüringer Hintergrund, immerhin hat es aber auch mindestens zwei oder drei Schüler von mir gegeben, die als Professoren sowohl an der Bauhaus-Universität als auch hier in Jena tätig gewesen sind oder sind. Insofern, und zwar alle aus meinem Fraunhofer-Institut, weil wir eben sehr stark auch mit Mensch-Maschine-Kooperationen und Grafik und Visualisierung und sowas gearbeitet haben. Ich habe vorhin in der anderen Datenraumsitzung, wo es um Automobilbau und solche Dinge ging, von Claudia Nehmert, Vorständin von Telekom, drei Erfolgskriterien gehört, die ich sehr schön, also die kann immer gut plakativ formulieren, viel besser als ich, hat eben gesagt, wenn man in einem Bereich der Digitalisierung, auch gerade dieser Datenräume, erfolgreich sein will, dann muss man eben sich irgendwie einigen auf Dinge, die ganz offensichtlich in relativ kurzer Zeit auch dringend sind, nicht, sodass man am Anfang da genügend Hintergrund kriegt. Der zweite Punkt ist, dass es dann sozusagen eine Gravitation sich bilden muss, die sozusagen in diese Richtung eben auch leitungsmäßig hineindriftet. Das ist natürlich tatsächlich hier in Thüringen, glaube ich, durchaus der Fall. Und der dritte Punkt war auch hier schon kurz angesprochen, das ist nämlich, dass das dann ausgeweitet werden muss durch Standardisierungsbemühungen. Nicht? Also das hatte der Kollege vom Klassikforum gerade gesagt. Unser eigenes Projekt Datenraum Kultur ist eines der 18 Leuchtturmprojekte der Bundesregierung innerhalb der Digitalisierungsstrategie, was wir vorher zwei Jahre lang uns bemüht haben durchzukriegen. Aber diese Historie, die schaffe ich nicht in drei Minuten oder fünf, die mir hier gegeben sind. Vielleicht hier direkt zu der Frage, nicht? Also gestern oder vorgestern kriegte ich gerade diesen neuesten State of the Open Data Movement, das ja in die Richtung geht, möglichst alles aktiv zu machen. Auf der Gegenseite erschien in dieser Politik und Zeitschrift Politik und Kultur des Deutschen Kulturrats, die dort ja sehr einflussreich ist, ein Leitartikel von dessen Vorsitzenden, Herrn Zimmermann, den Sie da rechts auch sehen. Und zwar erschien das in einer Phase, wo wir den formalen Antrag für diesen Datenraum Kultur gerade erst am Stellen waren, wo er sofort einen Kernzitat gebracht hat. Das ist das Kleingedruckte da. Nicht? Also was soll ein Datenraum Kultur? Das ist nicht das Wichtige, aber das, was da drunter steht, Künstler und Kulturunternehmen haben nichts zu verschenken. Das ist natürlich auf den ersten Blick genau das Gegenteil von dieser Open-Data-Strategie. Und mit diesem Widerspruch haben wir uns bis heute da ständig auseinanderzusetzen, weil es natürlich die Lobbyarbeit von Wikimedia und Ähnlichen gibt, sozusagen möglichst alles öffentlich zu machen, damit es dann wieder privatisiert werden kann. Und auf der anderen Seite natürlich das Interesse der Kulturorganisationen gibt, auch gemeinsam Mehrwerte zu schaffen, nicht nur also im Bereich der Öffentlichkeit, aber sondern auch natürlich im Bereich des finanziellen Überlebens. Der Datenraum Kultur, dem wird alles Mögliche angedichtet, aber er hat im Grunde eine ganz einfache Funktion. Die Kernaussage
kommt aus irgendeiner Gartner-Studie, die ich auch erst vor kurzer Zeit, lange nachdem wir angefangen haben, rausgenommen habe. Das Teilen von Daten, die Fähigkeit zum Teilen von Daten, natürlich im digitalen Sinne, ist ein ganz kleiner Teil des Datenmarktes weltweit, wenn man so will, also unter 1%, nicht? Also wenige Milliarden, sagt das weltweit. Aber ohne diese Fähigkeit wird keine Digitalisierung jemals funktionieren. Nicht? Das ist sozusagen eine Kernaufgabe und dementsprechend diese ganz bescheidene Aufgabe, nämlich eine Infrastruktur zu schaffen, die durchaus die offenen Strategien, die datenoffenen Strategien, aber auch den Austausch von, ja, ich will nicht sagen privaten Daten, aber sowas ähnliches, also von Eigentümern, die dann auch kommerziell oder speziell genutzt werden sollen und eben nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, die das beides auf so einer relativ einfachen technischen Ebene unterstützt. Ich gebe mal ein Beispiel, was jetzt in diesen Wochen live geht. Das ist die große Serie von Caspar David Friedrich Ausstellungen zu dessen 250. Geburtstag. Dort werden 4 große Ausstellungen in Hamburg, Dresden, Berlin und dann auch im Metropolitan Museum of Arts in New York stattfinden. Und jedes dieser großen Museen hat sozusagen, grob gesagt, ungefähr ein Viertel aller Werke dieses Künstlers. Und der Gedanke ist jetzt sozusagen, Gesamtschauen zu machen bei denen jeweils lokal, weil die meisten dieser Werke sehr leicht kaputt gehen, lokal einen physischen Teil zu haben und den dann elektronisch zu ergänzen. Dazu ist natürlich untereinander sehr viel auszutauschen. Kernaussage des Datenraums ist, dass das sozusagen nur einmal gemacht werden muss und nicht wie bisher üblich für jede Ausstellung einzeln. Also großer Rationalisierungseffekt. Auch die Frage des Rechtemanagements, wer jetzt was in welchem Kontext verwerten darf, spielt da eine zentrale Rolle. Und natürlich haben wir an der Stelle auch Querschnitte, meinetwegen zur NFDI for Culture und ähnlichen Organisationen. Was da angeboten wird an Grundfunktionen, sind im Grunde wenige Dinge, die aber eben genau diese Effekte leisten sollen. Das eine ist, dass wir in unseren Experimenten durchaus eine Rolle gespielt haben. Wir haben im Mobility-Bereich ein Vorgängerprojekt gehabt. Nicht? Dort ist ein Kleinunternehmen definiert, allerdings durch etwas, was weniger als 2 Millionen Jahresumsatz hat. Wenn man diese Grenze sozusagen ansetzen würde in der Kultur, würde da nicht furchtbar viel übrig bleiben. Das heißt, dieses Thema Onboarding, sprich, wie macht man es überhaupt möglich, kleinere Kultureinrichtungen oder sogar Solokünstlerinnen, Solokünstler da einzubinden, ist ein wichtiger Punkt. Mitgliedschaften in diesem Raum, wo Vertrauen geschaffen werden soll, ist halt das Thema Identitätsmanagement. Und dann kommt eben der Datenaustausch unter Regeln, die festgelegt sind und die automatisch auch überwacht werden können anhand solcher Vertragsmusterdienste, die eben bisher beispielsweise auch bei dieser Ausstellung, deren Start natürlich noch nicht mit der Unterstützung erfolgte, sich herausstellt, also für eine einzige größere Digitalisierungsgeschichte waren da 7 Rechtsanwälte involviert. Und das sind einfach Dinge, die doch sehr behinderlich sind. Und an diesen Stellen findet dann eben auch die Kooperation statt. Also Rechtemanagement ist ein ganz großes Thema, wo wir halt mit Gruppen auch wie Ihren sehr gerne zusammenarbeiten. Und dann natürlich diese Thematik der verschiedensten Metadaten, Formulare, Vokabulare. Es hat ein ungeheures Interesse an dieser Aktivität gegeben. Das hier nur angedeutet, ist auch nur ein kleiner Teil aus den Kulturinstitutionen. Es ist auf Länderebene, auf Bundesebene, auf Städtetagsebene und so weiter jeweils ausführlichst immer wieder diskutiert, vorangetrieben worden. Es gibt große Unterstützung dafür.
Arbeit, sodass man da mit den doch bescheidenen Ressourcen, die man hat, nur wenig vorankommt. Deswegen auch diese Betonung auf sozusagen diesen einfachen Kern. Ich will aber mit einer Folie noch enden und das, damit bin ich dann auch am Schluss von unseren Vorarbeiten, wo man gesehen hat, was da alles passieren kann, wenn man nämlich sozusagen so ein vierdimensionales Kulturerbe-Modell baut. In diesem Fall geht es geografisch, also im 3D-Bereich, um eine 3D-Unterstützung für das Tal von Bamiyan in Afghanistan, wo ja damals vor 2001 die Buddha-Statuen gesprengt worden sind, kurz vor September 11. Und dessen Wiederaufbau und dann sozusagen dort digitales Erbe über die Zeit. Die Effekte davon waren völlig unerwartete. Wir hatten an der Stelle sozusagen so ein kleines geografisches Informationssystem über die Kulturerbestätten aufgebaut, eine Datenbank, die war dann am Lehrstuhl ganz locker. Am Lehrstuhl, die war dann eines schönen Wochenendes mal abgeschaltet, weil unser Techniker gerade da neue Software aufgespielt hat. Da rief die Bundeswehr aus Afghanistan ganz aufgeregt an, wieso wir ihre zentrale Datenbank weggenommen hätten. Wir hatten keine Ahnung, dass das Militär die genutzt hat. Aber das haben sie offensichtlich gar nicht unbedingt zu unserer Begeisterung getan. Und noch viel interessanter in einem dieser Stakeholder-Dialoge, die da stattgefunden haben, war nachher eine Versammlung zweier Stammesältester mit insgesamt 2500 Personen, wo dieses Modell tatsächlich, ich habe keine Zeit, das näher zu erläutern, einen Bürgerkrieg innerhalb des Tals verhindert hat. Also das sind tatsächlich Chancen, die sich hier durch gemeinsame Arbeit am Kulturerbe in Regionen ergeben, die einfach enorm sind. Und damit schließe ich und entschuldige mich, dass ich vielleicht doch eine halbe Minute länger geredet habe. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Janke. Während sich Herr Fasko schon darauf vorbereitet, das nächste Statement zu liefern, wollte ich kurz zwischenschieben, dass die Klassikstiftung übrigens auch nächstes Jahr eine Caspar-David-Friedrich-Ausstellung macht, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird, wie das so üblich ist. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Insofern gibt es Einrichtungen, die was zu verschenken haben, komischerweise, anscheinend. Aber jetzt bitte Sie, Herr. Dankeschön. Also zwei kleine, vielleicht nochmal praktische Beispiele, wie ich gerade den Digitalraum Kultur so ein bisschen letztens erlebt habe. Das eine, ich nehme ein anderes. Das eine ist, ich habe so eine Oculus Quest, also so eine Brille, 360 Grad, total klasse. Und als ich letztes Mal wieder in Amsterdam war, war wieder das Anne-Frank-Haus voll. Und ich habe dann die App gefunden im Anne-Frank-Haus und konnte reingehen. Und es war sehr berührend, es war ganz, also mich wirklich mitgenommen, wie man das auch darstellen kann. Und ich mache es sehr kurz jetzt. Und das Zweite ist, ich bin die Tage zur Burg, kennt wahrscheinlich keiner, zur Burg Bodenstein in Nordthüringen gefahren zu einem Vortrag. Und auf dem Weg dahin dachte ich mir, ich kenne überhaupt nicht diese Burg und wem gehört die eigentlich? Und dann habe ich, das ist so mittlerweile so ein Spaß von mir, seit anderthalb, zwei Wochen hat's ja auf dem App, gibt's die App auf dem iPhone, und habe dann die KI gefragt, habe ChatGPT gefragt, sag mal, und man kann ja die dann quasi miteinander quatschen während der Fahrt, läuft da auch über den Lautsprecher vom Auto und hab gesagt, erzähl mir mal was über die Burg Bodenstein, da hat die mir was erzählt, oder er, ist ein R bei mir, und da habe ich nachgefragt und kam raus, die Kirche ist der Eigentümer und da dachte ich mir, als ich dann so in den Burghof fuhr oder in den Parkplatz nebendran, war nicht schlecht, was man da so mitkriegt. Also man kann auch die Kulturwelt auch ganz vielfältig darstellen. Ich habe mich gewundert, dass ich die Einladung bekommen habe, weil ich hier dabei sein, weil ich ja jetzt das Gefühl der bunte Hund bin, Regulierer, Bildungstyp und solche Sachen, die wir als Landesmedienanstalten machen. Aber vielleicht kann ich ein paar Gedanken mit beisteuern. Ich bin auch froh, dass es keinen Pitcher-Kutscher gibt. Da war ich am Wochenende in Bielefeld bei einem Kongress der Medienkompetenzleute. Die mussten, weiß nicht, wer das kennt, da laufen 20 Slides auf 20 Sekunden und man muss das in einer guten 6 Minuten hinkriegen. Deswegen bei mir keine PowerPoint. Ich bin, wie gesagt, gewählter Direktor der Landesmedienanstalt. Das ist eine Einrichtung, die geschaffen worden ist, weil die Medien
nicht vom Staat, die sind staatsfern zu regulieren, nicht vom Staat irgendwie beeinflusst werden dürfen. Und das ist ein gutes, hat gute Gründe, warum das in Deutschland so ist. Und wir erleben ja auch in anderen, auch leider europäischen Ländern, dass das gerade dort anders praktiziert wird. Außereuropäisch könnte ich auch ein paar Beispiele sagen. Und wir sind eine Behörde, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und wie gesagt Regulierer, aber auch Bildungsakteure. Wir haben Medienbildungszentren in Thüringen an mehreren Standorten. Wir sind auch so ein bisschen, glaube ich, schräg angeguckt von den, obwohl wir eine Behörde sind, von den Ressorts, weil wir natürlich erstens keinen Chef habe ich nicht, niemand über uns haben, auch der Ministerpräsident oder die Frau Merkel früher oder heute, Herr Scholz könnte anrufen und wir machen trotzdem unsere Dinge. Wir haben kürzlich auch Russia Today verbieten müssen, obwohl Herr Lavrov da getobt hat und wir mussten ja auch die kürzlich Dinge in dieser Richtung machen. Was ist aber eher das Thema Aufsicht, auch wenn es gegen Google, Facebook, gegen, keine Ahnung, TikTok geht, da werden wir auch aktiv und haben auch den Influencern erklären müssen, was Werberecht bedeutet, aber auch ganz frisch im Jugendmedienschutz sind wir sehr aktiv, jetzt gerade bei WarTalk, also TikTok, wenn es um die ganz schlimmen Dinge in der Ukraine oder auch beim Gazastreifen geht oder auch NS-Symbole, wenn da irgendwelche Shops meinen, sie müssten diese Dinge weiter verherrlichen. Aber viel wichtiger finde ich auch als Beauftragter für Medienkompetenz das Thema Bildung, nicht viel wichtiger, aber auch sehr, sehr wichtig, habe ich vorhin schon gesagt. Das große zweite Standbein, Digital Literacy, heißt es ja auf der EU-Ebene und die EU macht da sehr viel, ist da sehr an dem Thema dran und ich glaube auch bei dem Thema KI, digitaler Kulturraum, wird nur gehen, wenn Menschen das wollen, wenn junge Menschen das wollen, aber auch immer mehr die älteren Menschen das wollen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wir machen auch sehr viele Projekte in der Landesmedienanstalt, in unserem Medienbildungszentrum mit Senioren. Das ist hammerhart, wenn man sieht, wie Leute, die 60 bin ich jetzt auch geworden, die 70 und 80 sind, sich mit diesen Dingen wirklich auseinandersetzen, die digitalen Assistenten verstehen wollen, die auch dann vielleicht sagen, ich bin jetzt 80 und habe ja keinen mehr zu Hause und jetzt kann ich mit jemandem reden, vielleicht auch über die Burg Bodenstein. Und bin übrigens, ich soll einen Gruß sagen von Professor Böß, auch im Kuratorium vom Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau, das ist ein Fraunhofer-Institut, aber auch beim Herr Zimmermann kenne ich gut, hat mich gerade überredet, einen Beitrag zu schreiben in der Kulturzeitung über die Medienanstalten. Wir sind zusammen in der, er ist der Vorsitzende geworden, in der Games-Industrie, in dem der Stiftung der Spiele Kultur, da gibt es ein eigenes Kuratorium. Ich glaube, ich bin eingeladen worden, weil wir auch zusammenarbeiten in Steuerungsgruppe hier in Thüringen, die die Staatskanzlei zum Thema Digitalität und Kultur entwickelt hat. Und wir da auch immer wieder über unsere Dinge erzählen. Und wie gesagt, wenn Sie Lust haben, hör mal, im Museum ist unser auch Preis, bundesweit preisgekröntes, tolles, finde ich, Projekt, wo das unter anderem, es gibt viele, viele andere, sehr stark deutlich wird. Was sind unsere Ziele eigentlich, die wir in dieser Steuerungsgruppe entwickelt haben für das Thema kulturelle Bildung? Das heißt, das sind drei Dinge. Ich komme auf drei Ziele, dann mache ich die drei Fragen und dann komme ich noch ganz schnell auf drei Anmerkungen. Wir haben gesagt, es gibt unendlich viele Chancen, gerade für den ländlichen Raum. Und wir haben ja unglaublich viele Museen in Thüringen, also da kann man sehr viel machen. Das Zweite ist, die ganze Bildungskette muss berücksichtigt werden. Das wird, gerade vorhin habe ich es gemerkt, in einem Vortrag drüben beim Digitalgipfel, da wird vor allem wurden die Jugendlichen, die Kinder, die Schulen angesehen. Aber ich finde, da muss man so viel noch machen, dass die Eltern, das machen wir in Schule sehr oft, aber die Älteren, also die Erwachsenen, sich mit diesen Dingen beschäftigen, Digitalität leben, digitaler Kulturraum auch leben wollen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, auch in Thüringen, da Menschen auch gute, viele Kulturbürger abzuholen. Und das Dritte, und übrigens, das weiß ich, ob alle aus Thüringen sind, nicht alle, weiß ich ja mittlerweile, aber wir haben zum Beispiel auch wirklich seit Anfang der 2000er Jahre, ich war beteiligt, einen Kurs Medienkunde an allen Schulen, wir haben an allen regulären Schulen und wir haben jetzt gerade in Vorbereitung in Thüringen das Fach Medienbildung und Informatik, um genau diese Dinge reinzubringen. Aber wie gesagt, wir sind auch wahrscheinlich das erste Land, so kriege ich es zumindest mit, wo wir diese Thematik auch ausrollen, in Schule haben wir es gemacht, aber in den Bereich Familienbildung und in der Seniorenbildung. Der Köder muss dem Fisch schmecken, ist vielleicht der dritte Vorbemerkung. Sie müssen dafür sorgen, Auffindbarkeit muss ermöglicht werden, ganz niedrigschwellig. Das haben wir auch festgelegt bei unseren Steuerungs- und Strategieüberlegungen. Wir sind am Schluss, die Fragen jetzt zu beantworten, die uns gestellt worden sind, da war die eine Frage, wie ist es eigentlich, soll man diese Kooperation intensivieren? Ja, natürlich, aber wie gesagt, um das Fisch- und Köderbild weiter zu benutzen. Ich finde, man sollte, und ich habe die eben auch nicht gefunden bei dem, was Sie gesagt haben, Allianz für Datenraumkultur. Die es später nutzen sollen, die Schulen, die Eltern,
die Kulturbürgerinnen und Bürger, die Senioren und Senioren, die Zeit und Lust haben, aber vielleicht nicht mehr so mobil sind, die muss man früh mit einbeziehen. Ich finde, den Fehler macht, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber den Fehler macht man ganz, ganz selten, dass man die, die es am Schluss machen sollen, auch einbezieht. Und wir machen da auch sehr, sehr viel und viele Projekte in Schulen. Und da darf der Migrationshintergrund oder die Bildungsferne überhaupt kein Thema sein. Im Gegenteil, muss man ganz stark machen. Und ich habe nicht erlebt, wenn man sagt Kooperation, dass die Medien, zumindest Arte, das sei erlaubt, und Dreisat sind ja Kulturprogramme, dass man die Medien nicht auch noch stärker einbezieht. Ich finde selbst, dass da ganz viele Dinge noch warten, auch in diesen Datenraum Kultur hineinzukommen, aber das nur als kleine Bemerkung. Auch vielleicht, Thüringen ist ein Rundfunkland, ein Bürgermedienland, auch vielleicht Radio Lotte in Weimar, vielleicht, oder hier gibt's OKJ in Jena, vielleicht auch stärker die nicht kommerziellen Medien. Und dann war die dritte Frage nach der Verfügungsgewalt der Datenhoheit. Wie ist es da? Soll man da wirklich am Schluss, und wenn ja, wie, was machen? Ich gehe davon aus, Urheberrecht gilt genauso. Auch die, das haben ja meistens die Museen oder die Rechtsnachfolger, das steht dieses Rechte zu. Da braucht es Richtlinien, da arbeiten Sie ja auch dran, damit man nicht sieben, obwohl ich ein Jurist bin, damit man nicht sieben Anwälte braucht für ein Problem, sondern vielleicht gar keinen oder nur einmal einen bei der Entwicklung. Ja, das ist total notwendig und wichtig. Mhm. Und man muss natürlich aber auch sehen, dass es oft private Förderer gibt und die dann am Ende auch ihre Rechte haben wollen. Und ich bin auch der Meinung, jetzt ist Herr Hasse unser Thüringer Datenschützer, glaube ich nicht im Raum, aber ich bin schon der Meinung, dass man auch beim Thema Datenschutz es nicht überhöhen darf, weil man am Ende diese Dinge sehr, sehr schnell auf denen zum Fraß vorwirft, die nämlich Verweigerer sind und Gründe suchen, Dinge nicht machen zu wollen. Okay. Also ich plädiere für Open Access. Und letzte Bemerkung, ganz schnell, droht eine Privatisierung ohne Regulierung. Ich glaube, man darf nicht den Regulierer danach fragen, ob er das gut findet. Man fragt ja auch nicht den Koch nach McDonald's oder den Architekten nach dem Fertighaus. Die würden immer sagen, ich bin da schon richtig, auch Regulierung hilft fürs Gleichgewicht. Ich bin schon wichtig, dass man ein Level Playing Field braucht. Aber halt auch nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn mich hoffentlich keiner verrät, von Selbstkontrolle. Glaub aber, das wird hier in diesem Bereich ganz starkes Thema sein. Selbstkontrolle der Akteure selbst werden, denke ich mir, da vieles machen. Die USA sind ja da ein großes Vorbild. Drei Thesen noch, aber nur als Sätze. Ich glaube wirklich, die Integration in Bildungssurfer ist notwendig für diesen Bereich. Ganz, ganz früh dran denken, weil nur dann hat man eine umfassende Bildung. Es ist eine Riesenchance, dass wir Kultur lebendig auch in Schule vor Ort dann realisieren und erfahrbar machen. Das erhöht auch Qualität und neue Lernmethoden. Zweitens, ich bin der Meinung, dass wir Bildungsbenachteiligungen abbauen müssen. Und das kann man auch mit solchen Möglichkeiten, wie wir sie hier besprechen, machen. Bildungsbarrieren überwinden, geografische, finanziellen Hürden. Wer geht denn noch am Schluss, wenn man nicht das Geld hat, vielleicht wirklich in diese Räume rein, die wir gerne dann digital auch gestalten wollen? Und wir können dann benachteiligten Gruppen, die es ermöglichen. Nicht bloß, dass sie dann auch die KI fragen, erzähl mir mal was über Leonardo da Vinci, sondern auch vielleicht Dinge erleben oder sehen, wenn auch nicht vielleicht in Weimar Leonardo da Vinci was hat. Und die letzte Bemerkung war Verknüpfung von Kultur und Medienbildung. Das sage ich nicht, weil ich für Medienbildung auch ein gut Stück stehe bei den Medienanstalten, sondern weil ich wirklich glaube, dass es eine große Game-Changer-Chance ist, dieses Thema Digitalität, das ja ganz oft noch nicht begriffen und noch nicht gelebt wird, auch umzusetzen. Jetzt. Und da glaube ich wirklich, dass wir hier vieles tun können, das zusammen zu tun. Vielleicht mal so weit. Am Ende, glaube ich, ist das eine große Chance. Super, das sehe ich auch so. Das Problem ist nur, wenn man den Leuten sagt, sie sollen 5-minütige Statements vorbereiten, dann braucht jeder 8. Und, ich dachte 6,40 hätte ich gemacht. Gut, aber ganz herzlichen Dank für den Impuls und ich würde jetzt gleich direkt Ihnen, Frau Dr. Kuch, das Wort übergeben wollen. Ja, vielen Dank. Ich versuche es auch, mich an die Zeit zu halten. Das sollte auch klappen, weil einfach ganz viele Sachen schon gefallen sind. Also ich freue mich überhaupt, dass diese Perspektive hier Berücksichtigung findet und dass ich das machen darf, weil wir in Weimar tatsächlich verschiedene Stränge zusammenführen. Einerseits gibt es relativ viele, die sich mit dem Digitalen im weitesten Sinne beschäftigen. Andererseits haben wir aber auch eine Heritage-Forschung an der Bauhaus-Universität. Vielleicht hat das schon der eine oder die andere gehört. Das heißt, das Thema Erbe spielt auch da eine Rolle. Und mein erster Schritt war auch zu fragen, was ist eigentlich Kulturerbe? Und das finde ich deshalb auch wichtig, weil da ganz viele Sachen drinstecken, die für uns eine Rolle spielen könnten, auch in der Diskussion. Also einerseits geht es darum, dass man das, was wir jetzt hier immer als Kultur genannt haben, weitergibt über Generationen. Es geht aber darum, dass es sich auch verändern kann und verändern darf und dass es ein Interesse daran gibt, das auch tatsächlich zu bewahren. Das bezieht sich dann sowohl auf das digitale Kulturerbe als auch auf das digitalisierte Kulturerbe. Das war so am Anfang ein bisschen meine Schwierigkeit. Mhm. Die Universitäten und Hochschulen haben
das haben Sie eben auch schon gesagt, natürlich die Aufgabe, mit diesem Wissen zu arbeiten, neue Erkenntnisse aber auch zu generieren und es weiterzugeben. Und zwar an die Studierenden natürlich, aber auch darüber hinaus, es in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs wieder einzuspielen. Und das ist tatsächlich auch ziemlich wichtig, weil dadurch natürlich eine Austauschbewegung auch zwischen den AkteurInnen entsteht. Also zwischen zum Beispiel den Museen und den Forschungseinrichtungen, so wie wir das jetzt hier machen. Aber es können auch ganz andere sein. Zugleich ist aber auch die Verbindung zwischen privaten Forschungseinrichtungen oder Digitalisierungsunternehmen und den Hochschulen ziemlich wichtig, weil einfach private Unternehmen sehr viel flexibler, agiler agieren können tatsächlich und eigentlich auch mehr Geld haben für sowas. Deswegen muss man tatsächlich gucken, wie kriegt man das hin. Ich glaube, es ist wichtig, dass Hochschulen auf das Wissen zugreifen können. Open Data scheint mir da irgendwie der Weg zu sein, den man geben muss. Gleichzeitig braucht es diese Art von Regelung, die vielleicht nach einem Open Access Schema passieren könnte. Da bin ich nicht so die Expertin, aber das war zumindest auch das, was mir beim Nachdenken darüber in den Kopf gekommen ist. Es gab aber zwei Punkte, die wir noch nicht hatten, die wollte ich gerne noch eingreifen, und zwar oder eigentlich sind es mehrere, aber zwei, die sich genau darauf beziehen. Und zwar das eine ist die Frage der Langzeitarchivierung. Also wie können wir auch dafür sorgen, dass die Dinge tatsächlich längerfristig erhalten bleiben und auch in dieser Veränderlichkeit. Da gibt es das Schlagwort der Versionierung heißt es. Genau, das heißt, man legt eigentlich fest, wie in der Medienkunst auch, es gibt vielleicht eine Version in diesem Jahr und dann gibt es eine im nächsten Jahr und das kann sich auch fortschreiben. Das ist das eine. Und das zweite ist die Interoperabilität. Das heißt, da geht es darum, dass ich auch in 10 Jahren noch Daten, kulturell vielleicht relevante Daten, abrufen und mehr überhaupt anschauen kann. Und zum Abschluss noch den Ausblick, also zwei Aspekte, die mir noch wichtig sind, die sind bei Ihnen, Herr Jacke, auch schon kurz angeklungen. Das eine ist, dass man aus meiner Sicht dabei auch bedenken muss, dass das Ganze eine internationale Perspektive ist. Also das heißt, wenn ich ein Bild von Bamian aufnehme, dann bin ich diejenige, wenn ich die Kamera aufgestellt habe, die Rechte an diesem Bild hat. Und das ist natürlich ein Problem, würde ich schon sagen. Wie geht man damit um? Da muss man tatsächlich drüber nachdenken, wie man da auch die Verantwortung, die wir haben als politische Akteure, wahrnimmt. Und das Zweite ist die Rolle der KI. Auch das Schlagwort ist heute schon gefallen. KI wird jetzt schon eingesetzt, zum Beispiel bei der Digitalisierung von handschriftlichen Akten. Und das führt natürlich dazu, dass es schneller geht und günstiger ist. Es produziert aber auch Fragen mindestens, zum Beispiel eine große Menge von Daten. Wie kann man damit umgehen? Und auch, wie kann man sich eigentlich vor Fälschungen schützen? Also das ist natürlich jetzt in diesem KI-Kontext sowieso eine ganz große Frage. Aber es spielt aus meiner Sicht auch für das Kulturerbe digital eine wichtige Rolle. Und ich glaube, dass die Hochschulen und Universitäten mit ihren Kompetenzen, die sie haben, auch hier bereitstehen können. Zum einen, um für Qualitätssicherung zu sorgen, aber auch um Menschen auszubilden, damit zu arbeiten und umzugehen. Dankeschön. Dirk Wintergrün. Ich mach's auch tatsächlich schnell, hoffe ich. Man soll ja nie ein Statement damit anfangen, man macht schnell. Ich mache es aber, glaube ich, trotzdem schnell. Weil ich glaube, vieles ist gefallen und ich glaube, was wir hier auch nicht besprechen müssen, ist sicher, wie gut und wie toll Museen, Bibliotheken, Archive mittlerweile in der Digitalisierung sind. Ich glaube, das ist mittlerweile Programm von fast allen Einrichtungen, dass wir unsere Objekte nehmen und sie irgendwie digital ins Netz stellen. Natürlich hätte man mehr Geld dafür und würde gerne mehr machen. Aber die wesentliche Frage ist, glaube ich, eben auch schon angesprochen worden, nämlich, was soll man mit diesen Objekten, die wir herstellen, die wir zur Verfügung stellen, eigentlich machen und machen dürfen? Es ist sicherlich eine ganz zentrale Frage, vor allen Dingen dadurch, dass man einen ganz einfachen Fakt sich immer mal wieder zur Kenntnis führen müssen, das, was früher für die Suchmaschinen galt, das gilt für die künstliche Intelligenz noch viel mehr, nämlich dass das, was wir da sehen bei ChatGPT oder bei den bildgebenden Verfahren, das Ganze würde niemals zu Ergebnissen führen, wenn wir nicht hochwertige Daten hätten, die man als Grundlage für diese Mechanismen zur Verfügung stellen könnte. Und was wir auch nicht verheimlichen dürfen an der Stelle, Großteil dieser Daten, die diesen Modellen zur Verfügung stellen, sind offene, freie Daten, die von Kultureinrichtungen, von Wissenschaft erzeugt wurden und die jetzt genutzt werden, um ein Teil einer Wissensökonomie zu sein. Wir haben also hier eine Situation, dass wir, wenn man es ganz banal sagen will, Rohstoffe produziert und diese Bausteine zur Verfügung stellt, ohne dass wir einen Mechanismus haben, um die entsprechenden Werte, die dort erzeugt werden, auch tatsächlich abzuschöpfen.
Wobei ich finde, das ökonomische Argument an der Stelle noch zu kurz greift. Natürlich könnte man hier sagen, wir führen Abgaben ein, wir haben in der analogen Infrastruktur Dinge wie Automobilmauts, wir können uns ja auch sowas vorstellen, vielleicht für Kulturgüter. Aber ich glaube, darauf kommt es nur in zweiter Linie an, weil ich glaube, die ganz andere und ganz wichtige Frage ist, wir reden hier nicht über eine Ware, sondern wir reden hier über kulturelles Erbe. Und wenn wir über kulturelles Erbe reden, dann sprechen wir über Grundlagen unserer Gesellschaft und um wesentlich mehr als einfach das, was wir jetzt Industrie vor die Nase oder als Weiterverwertungsinstrument zur Verfügung stellen können. Kleiner Einschub, heute Morgen 2 Stunden lang Einführung drüben im Volkshaus, das Wort Kultur ist kein einziges Mal gefallen, was, glaube ich, zeigt, wo wir ein Problem in der gesellschaftlichen Diskussion, wenn es um digitale Ökonomie geht. Also worum geht es? Es geht darum, dass was wir hier schaffen, und deshalb denke ich, ist Offenheit da auch zentral, ist die Digitalisierung der Grundlagen unserer Gesellschaft. Das Ganze fand sicher immer mal wieder und häufiger im Elfenbeinturm statt, aber das Internet war das Versprechen, dass wir demokratische Ordnungsprinzipien und demokratischen Zugang zu Wissen erzeugen können, dass wir Teilhabe ermöglichen. Und ich glaube, das müssen wir auch immer noch als unser Leitbild ansehen. Und was wir tun, aus meiner Sicht, wir stehen vor dem Scheideweg, vor dem wir schon mal vor vielleicht 10, 15 Jahren standen, nämlich die Frage, wer hat eigentlich öffentliche Kontrolle über die Grundlagen unserer Wissensökonomie. Bei den Suchmaschinen ist der Kampf verloren worden. Es gab den Versuch, öffentliche Suchmaschinen gegen Google und Konsorten zu setzen, aber das ist nicht gelungen. Das hat gute Gründe, manchmal auch schlechte Gründe. Jetzt stehen wir aber vor einer viel grundlegenden Frage, nämlich wer hat eigentlich die Hoheit darüber, wie Daten miteinander in Beziehung gesetzt werden? Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen. Wenn es darum geht, sowas wie Wissensgrafen, Wissensbasen zu erzeugen, dann darf das nicht aus meiner Sicht in die Kontrolle von reinen profitorientierten Unternehmen gelangen. Das heißt nicht, dass man nicht da Gewinne und dass man dort Mehrwertdienste erzeugen soll, aber es heißt, der Teil, der wirklich notwendig ist für die Grundlagen der Wissensökonomie, der muss unter der Kontrolle der Öffentlichkeit sein. Das gilt noch viel mehr für KI. Auch da müssen wir abwägen, wie machen wir das eigentlich, wie können wir Gewinne, wie können wir Firmen fördern, aber wie können wir gleichzeitig Kontrolle über diese Mechanismen bewahren. Und deshalb glaube ich schon, wir brauchen Regulierungsmechanismen, analog wie sie etwa auch beim Rundfunk da waren. Ich glaube auch, wir brauchen eine öffentliche Basisinfrastruktur, an der alle teilhaben können. Was ich eigentlich nicht glaube, ist, dass das alles neu erfunden werden muss. Denn wir haben hunderte von Jahren Erfahrung, wie Wissen öffentlich gehalten werden kann in den Museen, in den Archiven, in den Bibliotheken. Es wird darum gehen, das weiterzuentwickeln. Das tun wir alle schon, aber trotzdem erfordert das Investitionen. Und diese Investitionen sind nicht diejenigen, die wir zurzeit leicht einfordern und umsetzen können. Dazu brauchen wir eine enge Kooperation, deshalb sitzen wir auch hier. Wir brauchen eine enge Kooperation auch mit der Kreativwirtschaft. Wir brauchen Hochschulen, wir brauchen natürlich die Kooperation mit Wikidata, Wikimedia. Dafür müssen wir, glaube ich, viel, viel intensiver diskutieren und viel intensiver diskutieren, wie diese Grundlagen der Wissensgesellschaft heute noch sichergestellt werden können und nicht rein vor dem Gesichtspunkt der Technologieförderung gesehen werden. Das war jetzt auch das, was ich gerade beitragen wollte. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses nochmal substanzielle Statement, was ich im Konzert mit den anderen Vieren, glaube ich, dann schon zu einem zusammenhängenden Bild verdichtet. Ich würde vielleicht gerne, weil jetzt die Zeit sehr stark fortgeschritten ist und vielleicht auch aus dem Publikum noch Fragen kommen, aber ich würde gerne versuchen, an dieser allerletzten pragmatischen Überlegung einen Augenblick festzuhalten, nämlich wie könnten Regulierungen aussehen, die es ermöglichen, die von öffentlichen Einrichtungen kostenlos kostenlos ja nicht, sondern aus öffentlichen Mitteln finanzierte Bereitstellung von Daten auf eine Weise offen zu halten, dass sie eben Gemeingut bleiben, ohne auf eine problematische Weise privatisiert zu werden. Also Herr Jaske, Sie hatten davon gesprochen, Künstler- und Kulturunternehmen haben nichts zu verschenken. Und das gilt natürlich für viele von diesen Institutionen in der Kreativwirtschaft.
Aber zum Selbstverständnis von Einrichtungen, wie jetzt meinetwegen der Klassikstiftung oder einer Universität, gehört es irgendwie schon, dass das, was dort bewahrt, vermittelt und erschlossen wird, der Gesellschaft quasi kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ja. Oder jedenfalls ohne komplizierte Entgeltordnung. Davon wollen wir ja weg. Und wie gehen wir damit um? Ja, also ich denke, die beiden Punkte stehen ja so ein Stück weit nebeneinander. Ich wollte zwei Punkte vielleicht noch machen. Das eine, Entschuldigung, dass ich nicht über Bildung geredet habe, das ist mir brutal anerzogen worden, weil als wir in der Kulturministerkonferenz der Länder aufgetreten sind und auch nur angedeutet haben, dass wir irgendwas im Bereich Bildung mit einem bundesgeförderten Projekt machen, ja, da war sofort der Teufel los. Und daraufhin habe ich darauf sozusagen eine strikte Selbstzitier. Und das ist vielleicht schon das ist Teil, vielleicht Teil des Problems. Ist ein Teil der Antwort, nicht, dass wir da die Dinge auch ein bisschen zusammensehen müssen. Zweiter Aspekt, den ich nur ganz kurz anreißen wollte: Was heißt genau Gemeingut? Heißt also in dieser Open Access Diskussion, ich bin ja Wissenschaftler auch, nicht, wo ich jetzt dafür bezahle, dass meine Publikationen frei nach China geliefert werden. Nicht? Also ich mag China und ich arbeite auch mit China zusammen oder so, aber das heißt, also wie kann man Gemeingut so definieren? Ja. Also der goldene Weg ist für große Unternehmen die Möglichkeit, was zu vergolden. Naja, nee, ich wollte es genau, also ich wollte es wirklich sagen, nicht, wie kann man Gemeingut sozusagen beschränken auf den Bereich von Gemein. Also jetzt nicht im, im Sinne von schlecht, sondern von gemeinsam, der damit wirklich gemeint ist. Nicht? Und wenn ich sage, das ist jetzt alles aus Steuergeld bezahlt, ist es ganz bestimmt nicht aus dem Steuergeld von 99% der Länder dieser Erde bezahlt worden. Und welche Konsequenzen das eigentlich hat. Nicht? Also das wäre bei rechtlichen Überlegungen aus meiner Sicht durchaus zu beachten, dass auch dort das vielleicht nicht völlig beliebig wird. Ja. Und hat natürlich den Nebeneffekt, dass damit auch eine Bremse für die internationalen Hyperscaler eingezogen würde. Helmut, ich habe es vorhin doch vergessen. Deswegen an dieser Stelle erstmal vielen Dank an dich, Helmut Heid, für die Moderation und auch an die vier großartigen Speaker dieser Session. Einen Hörsaalapplaus bitte. Ja, wir haben es ganz deutlich gespürt, es gibt noch ganz viel zu besprechen, zum Glück, aber auch zum Leid, nicht wahr? Gibt es denn in dieser Runde auch noch Fragen an die Runde? Eine Frage, für eine Frage hätten wir Zeit. Nein. Falls doch noch Fragen aufkommen, ich gehe davon aus, ihr seid heute und morgen auch noch vor Ort, ihr seid sicherlich auch auf LinkedIn präsent. Ganz herzlichen Dank, viel Erfolg. Ihr habt den ersten Schritt gemacht, ihr habt darüber gesprochen, ihr habt Bewusstsein geschaffen und alles Weitere müssen wir, wie du es so schön gesagt hast, gemeinsam machen. Vielen Dank.